Hallo liebe Zuschauer, hier möchte ich Ihnen gerne die Drohne von Wieso vorstellen. So wurde sie angeliefert. Ich mache ein kleines Unboxing darüber und zeige nachher, wie sie fliegt, wie so meine Erfahrungen sind und, ja, und so weiter. Damit es ein bisschen schneller geht, fange ich jetzt mal auch direkt an mit dem Inhalt, was hier vorhanden ist. Ja, kann man so eine, ja, sieht natürlich auch schön aus. Ja, hier haben wir schon die Drohne. Dazu komme ich aber gleich nochmal ausführlich. Ich packe erstmal die Sachen aus, die dabei sind, damit man so einen Einblick hat, was so mit vorhanden ist. Ja, so einen Joystick. Hier haben wir auch noch Knöpfe, Flip und Speed. Aha, okay. Ja, sieht aus wie ein Joystick. Macht sich recht gut, kann man gut auch halten. Ja, bin mal gespannt nachher. Eingesetzt werden hier drei AA-Batterien, also die bisschen dickeren. Gut, diese sind wahrscheinlich nicht im Lieferumfang enthalten. Hier war noch eine Schraube, die habe ich vorher rausgedreht, damit ich das auch anständig zeigen kann. Sonst habe ich damit ehrlich gesagt noch nichts gemacht. Ja, hier ist der Rotorschutz, den man unbedingt dran machen sollte. Den werde ich auch gleich mal draußen lassen. Dabei sind noch vier Ersatzrotoren, so wie ich das sehe, ja. Vier Ersatzrotoren hat man hier noch dabei, die gehen schnell mal kaputt. Was haben wir hier noch? Da haben wir hier noch ein Ladekabel, um die Akkus aufzuladen. Ja, hier der zweite Akku ist hier vorhanden. Und hier ist noch ein Schraubendreher vorhanden. Ja, finde ich auch ganz gut, dass ich nicht selber meinen rausholen muss. Ja, und die Bedienungsanleitung. Mal schauen. Ja, sieht englisch aus, ist auch auf Englisch und gut. Die Bilder sind hier, ja, Pull und Push, okay, das kenne ich auch noch. Also mit Schulenglisch sollte man hier eigentlich auskommen können. Okay, gut, die verschiedenen Flugarten, wie man startet und so weiter. Gut, kommen wir jetzt mal schnell zur Drohne selber. Das sind die Sachen gewesen, die jetzt dabei waren. Ich wiege das Ganze mal eben auf meiner Haushalts Präzisionswaage. So, damit man auch mal sieht. Ja, kalibriert, alles klar. Das hat mit der neuen Drohnenverordnung zu tun. Ja, normalerweise ab 250, also ich würde generell, also ab 250 Gramm. Diese wiegt jetzt 148 Gramm. Ist also unter 250 Gramm. Ich weiß gar nicht, was unter 250 Gramm ist, ob ich die dann einfach fliegen kann. Auf jeden Fall ab 250 Gramm sollte definitiv ein Aluminiumaufkleber mit Namen und Adresse vorhanden sein. Ein feuerfester Aufkleber. Diese, ja, da gibt's, hat sich schon ein Markt aufgemacht für Aluminiumaufklebeetiketten, die feuerfest sind, ne, damit man auch den Schuldigen ja, bei Unfällen zur Rate ziehen kann. Das ist das, die Mindestanforderung. Hier braucht man keinen Ausweis für oder Führerschein oder sonst was. Das fängt erst ab, glaube ich, 2 Kilo an. Vorher braucht man da nichts zu haben, also nur den Aufkleber im Endeffekt. Natürlich nicht im Wohngebiet fliegen lassen. Weitestgehend über seinem eigenen Grundstück wird das wohl kein Problem sein, außer dass man auch nicht andere Leute filmt oder so. Ne? Das ist alles verboten. Am besten auf dem Feld. Ich kenne einen Bauer, da werde ich das bei mir filmen. Ja, und vielleicht mal ganz kurz, ne? Also ein bisschen Kopfhöhe im Garten, mal gucken. Ich schaue nachher mal, wie die Wetterlage so ist. Gut, ja, die Drohne, Arme kann man so ausdrücken, die arretieren sich auch hier drin fest. Hier die Rotorschutzbereich kann man hier ist so eine kleine, ich hoffe, man kann es sehen, so ein Blindstück im Endeffekt, das kann man rausziehen. Und kann dann den Rotorschutz einklemmen. Ja, dies hat man auch so, das rastet auch ein, geht auch nicht mehr raus. Wenn man raus haben will, drückt man kurz nach unten und zieht raus. Hat man also schnell wieder abgenommen. Gut, das ist schon mal sehr praktisch. Die Kamera, ja, 720 Pixel löst diese auf. Ich gucke mal, dass ich mal ein bisschen mehr hier Licht mal bekomme. Da ist noch so ein Schutz darauf, 720 Pixel löst sie auf. Das heißt, HD-Qualität bis bei einem Fernseher bis 36 Zoll sollte das eigentlich sehr gut sichtbar sein oder gute Auflösung geben.
von der Qualität her. Muss ich aber auch mal schauen, weiß ich jetzt noch nicht. Diese kann man hier bewegen, ne? Die ist also beweglich, das ist schon mal wichtig und gut, dass man da auch so ein bisschen schräg macht, damit man den unteren Bereich schön mitfilmt, wenn die Drohne abhebt. Nur gerade wäre natürlich ein bisschen blöd. Für mich ehrlich gesagt, ich finde das mal schön, wenn die Drohne so ein bisschen nach unten schräg filmt. Ja, das kann man hier verstellen, finde ich auch sehr gut. Hier kann man eine Micro-SD-Karte einfügen. Ja, hier vorne und dementsprechend filmen. Hier ist da ein Ausschalter. Ich hole mal eben den zweiten Akku raus. Ja, jetzt klebt das Ding hier bei mir hier an der Finger fest. Ja. Diesen drückt man hier kurz ein. So, und kann es dann herausziehen. Ne? Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ja, und hier ist der Aufladebereich. Ne? Hiermit kann man dann separat, ohne die Drohne dabei zu haben, den Akku aufladen. Finde ich auch sehr gut. Das Aufladekabel ist ein USB auf Micro-USB-Anschluss. Hier USB weiß man ja, aber hier Micro-USB. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. So, ich gehe mal ein bisschen runter. Ja, also. Okay. Gut, ich mache die mal eben an. Ja, die ist ziemlich flach, ehrlich gesagt. Also sollte man da aufpassen. Ne? Eine frisch gemähte Wiese oder ein Gehweg muss da vorhanden sein. Hohes Gras werden die Rotoren nicht mögen, also weil es auch sehr flach ist hier. Dementsprechend sollte man gucken, dass man da irgendwo was hat, was eben ist und ja, keine hohen Gräser vorhanden sind, ne? Weil weitere Erhöhung gibt es hier nicht. Das ist die höchste Höhe. So, ich mache sie mal eben an. So, jetzt wartet die natürlich auf Signal und dass sie losfliegen kann. Ist natürlich, deswegen blinkt das auch. Ja, die Vorderseite ist hier gut erkennbar an den beiden leuchtenden Augen, LED-Augen. Hinten hat sie keine Leuchten. So weiß man immer, wo vorne ist und wo hinten ist. Ja, und kann die Drohne auch in der Dämmerung schön fliegen. Was noch wichtig ist, die Drohne kann ja, die Höhe halten. Das heißt, barometrisch hat die einen Sensor drin, wenn man jetzt hochfliegt und den Steuerknüppel loslässt, behält es diese Höhe bei. Ne? Das finde ich immer sehr praktisch. Da muss man nicht immer gegenlenken und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon eine bessere Version. Die meisten anderen oder günstigeren Drohnen haben das meistens nicht. Da muss man die Höhe immer mit dem Steuerknüppel halten. Das ist immer ein bisschen fummelig, ehrlich gesagt. Gut, den Rest werde ich mal schauen und gucken, was ich so alles herauskriegen werde. Die Steuerung ist auch über ein Handy möglich. Entschuldigung. Ja, über iOS und Android kann man da sein Handy mit koppeln und diese Kamera, ach, diese Drohne hat hier WLAN. Hier sind die einzelnen QR-Codes vorhanden, um die App herunterzuladen. Und ja, man könnte die wahrscheinlich auch, ja, man kann sie auch über die Handy-App steuern. Rate ich immer von ab, weil über Touch-Display zu steuern ist immer ein bisschen schwieriger. Also ich bin da immer ein Freund von festen Sachen in der Hand. Also da ist eine Fernbedienung doch besser. Aber man kann natürlich auch hierüber, oder die zweite Person könnte hierüber filmen. Zum Beispiel kann man dann die Filme auf dem Handy belassen, sage ich mal so. Und man kann natürlich auch hier filmen. Da, ja. Was einem einfacher erscheint, kann man da ruhig mal machen. Ich werde es mal runterladen, mal ausprobieren für Foto- und Filmzwecke. Ich kann natürlich schlecht gleichzeitig fliegen und Fotos machen. Das ist immer ein bisschen blöd, ne? Oder am Anfang ein Video machen, anfangen und dann anfangen zu fliegen, ne? Zwischendurch ein Foto machen ist dann natürlich ein bisschen fummelig hier. Das erklärt sich von selber. Okay, lieben Dank fürs Erste und ja, wir sehen uns gleich weiter im zweiten Teil. Dankeschön. Ja, willkommen zurück. Ich habe die Drohne jetzt mal getestet auf Funktion und draußen war ich jetzt und habe ein paar Videos geschossen, ein paar Bilder gemacht. Macht gute Bilder, gute annehmbare Videos. Ich zeige die gleich mal auf dem Handy. Natürlich kann man die auch auf der Micro-SD-Speicherkarte machen. Hier die Bedienung ist ziemlich selbsterklärend. Man schaltet die Drohne ein, schaltet die Fernbedienung ein, hier mit einem Klick, ne? Die wartet jetzt auf Kontakt, schiebt dann den Regler einmal nach oben, nach unten. So habe ich es halt gemacht. Und danach kann man hier mit Take Off, ich hoffe, man kann es sehen,
Take off. So, da ist Take off und hier ist Landen. Videos geschossen, Videos machen kann man hier mit dieser Taste. Die ist nicht beschrieben in der Bedienungsanleitung leider, und Fotos kann man machen mit dieser Taste. Das gleiche kann man aber auch, ich mache das mal aus eben, und hier wird halt gelenkt im Endeffekt. Ne? Hier ist die wichtige Headless Mode, Kopflos Modus, das heißt, egal in welche Richtung das die Drohne schwenkt, hat man, wenn man nach vorne drückt, immer nach vorne und zurück. Das ist für Anfänger besonders wichtig, weil wenn die sich gedreht hat, ist das ja alles verkehrt rum, die Steuerung im Endeffekt. Ne? Um das wieder zu egalisieren, kann man das am Anfang auch schön mit diesem Headless-Modus machen. Dann fliegt die, egal wie rum die Drohne ist, nach vorne, wenn man nach vorne schwenkt, und nach hinten, wenn man nach hinten schwenkt. Gut, ich schalte die Drohne mal ein, zeig mal, wie man die koppelt mit dem Handy zum Beispiel. Hier wird ein eigenes WLAN-Netz aufgebaut. Videos werden auch hier angezeigt. Ich mache mal Licht aus. Ne, das wird dann hier auch visuell angezeigt, dass ein Video gedreht wird. Und bei Fotos macht das ein kurzes Blinken im Endeffekt, dass ein Foto geschossen worden ist. So, die Drohne ist eingeschaltet. Ich gehe mal mit meinem iPhone X, habe ich das mal ausgetestet, in meine Einstellungen rein. Gehe auf das WLAN-Netz und tippe hier auf Wi-Fi 720p und so weiter, 205F4F. So, bin jetzt hiermit gekoppelt, gehe dann wieder raus. Man muss nichts eingeben, kein Passwort oder sonstiges. Hier, das ist die App XSW UFO. Diese öffne ich, gehe dann hier auf Play. Ja, und dann kann man schon sehen, meine, ja, ne, also ich könnte jetzt ein Video machen, jetzt werde ich hier angeschrieben, ist aber egal. Ich könnte jetzt ein Video machen, zum Beispiel hier ein Video starten, ne, kann ich mal eben mal zeigen. Ich gehe mal an die Blume, so, gehe mal wieder zurück, simuliere das jetzt nur mal und mache dann hier wieder Stopp. So, Fotos können natürlich geschossen werden, ne. Dies wird ja nicht angezeigt. Okay, hier hat man alle Einstellungsmöglichkeiten, die man auch an der Fernbedienung normal hat. Ne, diesen Kopflosmodus und so weiter und so fort. Gut. Wie war das nochmal genau? Hier ist die Steuerung. Ich könnte das Teil jetzt auch mit dem Handy steuern. Empfehle ich aber nicht so, weil hier doch, ich finde es doch besser mit der Fernbedienung als mit diesem Teil. Also man kann es machen, wenn man es möchte. Hier kann man abheben, hier kann man wieder landen. Wenn man möchte, trimmen kann man das Ganze hier auch, genau wie auf der großen Fernbedienung auch. Also ja, für mich ist es eher nicht. Also kann man machen, muss man aber nicht. Also ich finde es normal besser mit dem normalen. So, ich gehe mal komplett raus aus dem Ganzen, gehe mal in meine Einstellungen, an meine normale Foto. Siehst du, und hier wurden auch schon die Fotos geschossen, ne, die ich jetzt gerade gemacht habe. Hier das kleine Video, was ich gerade gemacht habe. Ne, das ist jetzt nur das, was ich jetzt gerade geschossen habe, gedreht habe. Ich suche mal das Video raus, wo ich... ich habe hier meine... Genau, ab hier, glaube ich. Genau, das sind die ganzen Fotos, die ich geschossen habe mit dem... Mit der Drohne. Weil für Fotos muss man separat drücken. Ne? Das ist natürlich immer ein bisschen blöd mit dem Handy. So, und hier ist mein Video. Das zeige ich mal kurz mal an. Mach mal das Licht mal eben aus. So, stehe hier vorne. So, und heb jetzt hier mal ab. Ja. Es war windstill, aber es war also weitestgehend windstill, aber es hat geregnet, wie man sehen kann am Boden. Aber ja, macht eigentlich ganz passable Videos, also finde ich auf jeden Fall. Ne? Bitte nicht weiter sagen, da ich das im Garten genutzt habe. Ne? Das ist nämlich Wohngebiet, da sollte man das eher nicht machen. So, ja, mit Stopp stoppt das ganze System im Endeffekt und ja, die landet eigentlich ziemlich zügig, deswegen sollte man die Stopptaste erst drücken, wenn man ziemlich nah am Boden ist. Ne? Sonst
fällt die schon fast herunter. Ne? Also ist doch ein bisschen zügiger als sonst. Daher nicht von weit oben auf Stopp drücken, wenn es geht, wenn es möglich ist. Wenn natürlich nichts mehr geht, geht nichts mehr. Aber hier hat es eigentlich ganz normal funktioniert. Ab einem Meter habe ich dann auf Stopp gedrückt und die landet dann halt. Ne, man sieht es jetzt gleich, die landet dann ein bisschen unsanft. Aber es geht, es ist okay, ist annehmbar. Ja, da stehe ich jetzt gerade, mache hier eine schöne Drehung. Ja, ne, also mit diesem Höhe-Halten-Modus, dass die Höhe gehalten wird, kann man eigentlich sehr gut arbeiten und dementsprechend die Drohne auch schwenken, hin und her drehen und so weiter. Die Höhe wird dabei immer gehalten, was ich sehr gut finde. Also ja, jetzt mache ich glaube ich gleich Stopp. Hier ist noch ein Karton von mir. So, ne? Und das war's auch schon. Okay, lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick bringen in die Drohne, in die Funktionsweise. Und ja, gutes Teil, gute Flugeigenschaften bei Windstille. Ne? Also bei Wind ist natürlich immer ein bisschen blöd, da muss man mal gegen. Dafür, dass sie so klein ist, kann man sie doch trotzdem gut steuern. Ja, von mir ein empfehlenswert. Lieben Dank fürs Zuschauen und schönen Tag noch. Danke.